Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder jetzt nach der langen Zeit. Es war immer noch nicht gut bei uns im Stall, aber es ist mir jetzt recht egal. Solange ich nicht irgendwie was im Stall drehe, kann es ihnen eigentlich ziemlich egal sein. Ich zeige euch heute einmal meine Lieblingsschabracken, meine Top 10. Einfach, ich habe so viele und ich habe erst überlegt, ob ich euch alle zeige, aber das wird einfach dieses Video sprengen. Und es ist ja auch langweilig dann irgendwann, wenn man sich irgendwie eine halbe Stunde lang dann so ein Schabrackenvideo anguckt. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir einfach gleich einmal an. Ich fange erstmal mit dem Dressurschabracken an und gehe dann noch zu den paar Springschabracken über, die ich auch noch sehr gerne mag. Wobei ich sagen muss, ich habe mehr Dressurschabracken, die ich gerne mag, als die Springschabracken. Einfach aus dem Grund, dass die Springschabracken so alt sind teilweise schon. Und sie aber noch dem Zweck dienen, weswegen ich halt einfach sage, für was soll ich sie wegschmeißen. Genau. Als allererstes habe ich hier meine HV Polo. Das ist meine Lehrgangsschabracke. Ich zeige euch die mal. Die ist schwarz mit einer beigen und einer silbernen Kordel, einem rosa karierten Rand und dann nochmal einen beigen Rand außenrum. Ich liebe diese Schabracke über alles, die ist so wunderschön. Und ich habe sie auch bis jetzt erst einmal zum Bildermachen drauf gehabt. Einfach weil ich nicht möchte, dass sie kaputt geht oder dass sie so schnell nicht mehr so schön aussieht. Dann kommt meine zweite HV-Polo-Schabracke. Das ist die Oxford in dunkelblau mit einem silber und weißer Kordel und dann dieser hellblau-weiß gestreifte Rand. Die habe ich gebraucht gekauft gehabt. Aber die sieht auf Dodo einfach so wunderschön aus und einfach diese Blautöne stehen ihm super gut, weswegen ich einfach die unbedingt damals haben wollte als meine allererste HV-Polo-Schabracke. Dann kam Dodo wieder zu mir und ich habe dann so Pfingstum gedacht, ich habe keine Schabracken, keine Dressurschabracken, ich brauche Dressurschabracken. Und damals habe ich mir diese Green Schabracke, ich glaube die heißt Green oder Grün oder sowas, von BR gekauft. Ich hoffe, dass meine Kamera das scharf stellt. Ja, sie verfälscht die Farbe ganz schön. Die ist grün und hat einen grauen Rand mit einer grauen Kordel. Recht schlicht so an sich, aber trotzdem ein absoluter Hingucker. Dann kommt noch eine BR-Schabracke. Das ist eine von der Happy Horse Shop Kollektion. In Toffee mit einem gelben Rand und auch einer toffeefarbenen Kordel und einer gelben Kordel. Ich liebe die Schabracke. Wenn man genau hinguckt, ist das eigentlich keine Dressurschabracke, sondern ist eine Vielseitigkeitsschabracke. Aber die geht auch unter den Dressursattel und ich will die unbedingt für die Dressur haben und nicht für die Vielseitigkeit, also unter den Springsattel, weil sie meiner Meinung nach unter dem Springsattel auch nicht so gut liegt. Und ich, ja. Ich fand die einfach so schön und ich musste die haben und die gab es nicht mehr in Dressur, also habe ich sie in Vollblut, in Vielseitigkeit gekauft. Und dann kommen wir zu dieser Eskatron Brillant. Ich habe keine Ahnung, aus welcher Kollektion die ist, aber ich finde die wunderschön. Auch Blauton, hellblau und dunkelblaue Kordel und dann so einen toffeefarbenen Rand. Die steht auch Dodo richtig gut, also alles was blau ist. Kann man sofort drauflegen, ist überhaupt kein Problem. Das steht ihm einfach. Dann kommt meine Teak Mint. Auch in Dressur. Ich wollte die unbedingt immer haben und mir war die immer zu teuer. Und dann habe ich sie durch Zufall einfach mal gesehen, wo ich glaube einmal auf dem Pferd war oder so bei jemand anderem. Und das ist für mich überhaupt kein Hindernis. Also ich kaufe Schabracken sehr gerne auch gebraucht, weil ich es einfach nicht einsehe, diese hohen Preise für Schabracken zu bezahlen, weil es für mich ein Gebrauchsgegenstand ist. Ich sammle die zwar schon gerne mal und ich liebe die über alles, aber ich benutze meine Schabracken. Anders als vielleicht manche andere, die die dann sammeln und dann einfach nicht benutzen. Und bei mir kommen die trotzdem auch aufs Pferd, wobei ich aufpasse, dass sie nicht eine dann die ganze Zeit drauf ist, sondern dass ich dann wirklich auch mal abwechsel, dass nicht eine kaputt geht und dann die andere überhaupt nicht benutzt wird. So, das waren schon meine Dressurschabracken. Jetzt geht es weiter mit meinen Springschabracken. Als allererstes kommt meine orangefarbene Skaper Sport. Die hat hier unten dieses
den Bowlen, auf der anderen Seite hat sie da die 3 und die Skaterboard. Das war mal meine Turnierschabracke. Die hat einen braunen Rand, genau, eine braune und eine ja, rostfarbene Kordel. Zu der hatte ich auch mal eine Fliegenmütze. Ich habe keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Aber das steht und stand auch schon immer gerade wieder super gut. Und ich habe sie auch einmal auf Dodo drauf gehabt, auf einem Lehrgang damals, als er noch springen durfte. Und jetzt auf ihm, also auf dem Fuchs, sieht die echt super mega gut aus. Und ich würde die auch niemals mehr hergeben. Da sind so viele Erinnerungen an dieser Schabracke. Mit der habe ich mein erstes L-Springen gewonnen. Mit der habe ich das erste Mal die 8 geknackt. Das ist einfach absolutes Heiligtum. Und ich benutze die auch fast gar nicht mehr, weil ich einfach Angst habe, dass sie kaputt geht. Und ja. Die nächste Schabracke ist die Lehrgangsschabracke von Schlumpfi. Das ist die Sahara von Eskatron. Mit dieser roten und weißen Kordel und dann den Carbonrand. Die war auch erst einmal für Bilder drauf. Wird aber jetzt noch auf jeden Fall, wenn Schlumpfi ab und an doch mal auf dem Lehrgang fährt, in Einsatz kommen. Aber ich möchte einfach durch die helle Farbe. Wird die schnell, also verfärbt die schnell. Die habe ich auch gebraucht gekauft und ist auch hier unten. Das ist schon so ein bisschen verfärbt hier. Aber das sieht man ja quasi nicht, weil da liegt das Bein drauf. Noch eine Eskatron-Schabracke. Ich glaube, ihr merkt, ich liebe die Eskatron-Schabracken. Auch wieder eine Brillant. Das ist diese Lemon. Die habe ich auf den Weltreiterspielen in Aachen, ich glaube 2006 oder 2008 habe ich die gekauft. Die wurden damals rausgeschmissen. Wir haben für die Schabracken, meine Schwester hat auch dieselbe in Dressur. Da haben wir 35 Euro für die Eskadron-Schabracken bezahlt und das ist ja fast schon die Hälfte. Und das war meine allererste Eskadron-Schabracke, die ich damals gekauft habe und die liebe ich auch immer noch. Und ich muss echt sagen, also im Gegensatz zu der von meiner Schwester, sieht meine echt noch richtig gut aus. Allerdings weiß ich halt auch, wie ich sie zu waschen habe. Und meine Schwester lässt sie halt richtig dreckig werden, richtig einschwärzen vom Sattel, bevor sie sie wäscht. Und da habe ich dann vorher schon mal Gnade mit der Schabracke und wasche sie schon mal lieber. So, als allerletzte Schabracke kommt meine Turnierschabracke. Die habe ich jetzt schon seit Jahren. Also dieses Modell, so wie die gemacht ist, habe ich jetzt schon seit Jahren. Die habe ich bei Reitsport Großmann machen lassen. Die machen eigentlich Schabracken genauso, wie man sie haben möchte. Sie machen auch die Horsefriend heißen die, glaube ich, Kollektion von Löstau, also die Löstau-Eigenmarke. Die werden dort bei Großmanns hergestellt, das ist bei mir hier direkt in der Nähe. Kann sein, dass ihr schon mal bei jemand anderen vielleicht von diesen Schabracken gehört habt. Und da habe ich mir damals eine dunkelblaue Schabracke machen lassen, mit einer dünnen weißen, einer dünnen braunen Kordel, einen dünnen weißen Rand dann und dann einen braunen Rand. Und ich liebe diese Schabracken einfach. Ich habe davon jetzt mittlerweile 3. Zwei davon sind schon im Einsatz, eine liegt noch nagelneu hier, weil ich einfach die als Ersatz haben möchte, weil jetzt selbst die hier, das ist jetzt schon meine zweite, die ist auch schon am Ausbleichen mittlerweile, weil das ist das einzige Problem bei diesen Schabracken, dass die einfach mit der Zeit gerne und schnell mal ausbleichen. Und ja, aber ich finde einfach dafür, dass ich, wenn ich von diesen Italiener Anna Scapari oder wie die heißen, mir eine Schabracke für 80 Euro machen lasse, da bekomme ich bei Großmanns schon 2,5 Schabracken dafür quasi. Und dann nehme ich das auch gerne in Kauf. Ich bin mit denen gerne und viel in Kontakt eigentlich auch, weil sie von mir Schabracken auch, die ich entworfen habe, mit in die Kollektion genommen hatten, weil sie sie so schön fanden, weil sie keine Ahnung hatten, dass das so schön zusammen aussieht, die Farben. Wo ich dann gleich gesagt habe, hier, das sieht wunderbar aus, und sie der Meinung war, nein, das ist viel zu hart, die Töne zusammen, und dann war sie fertig und dann nur so, oh, ist die schön geworden. Ja, genau. Und da habe ich auch, bevor ich diese Schabracken mir machen habe lassen, damals schon mal Turnierschabracken machen lassen, da habe ich eine Apfelgrüne mit dem braunen Rand und eine so Karamell, also dieses Toffee, der Toffee-Ton, wo ich auch einen mit einem anthrazitgrauen Rand habe. Und die auch wunderschön sind, die ich lieben gerne auf dem Turnier eingesetzt habe. Wobei ich sagen muss, also fürs Springreiten ist meiner Meinung nach dieser Vielseitigkeitsschnitt nicht, sondern wirklich
dieser mit dem richtig ausgebeulten vorne, dieser richtige Springbrat, also hier vorne für eine richtig für Springsattel, die liegen super unter den Sätteln und die anderen liegen auch, aber also bei mir sind sie auf dem Turnier gern immer mal dann auch verrutscht und das fand ich dann wieder nicht mehr ganz so toll. So, das waren schon meine 10 Lieblingsschabracken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein bisschen rausgekommen, dass ich Eskadron-Schabracken sehr liebe, Hapapolo gerne mag. Aber bei mir ist es einfach auch, wenn ich eine gute Schabracke von einer anderen Marke habe, finde, die auch preislich in Ordnung ist, kaufe ich die lieben gerne. Allerdings sehe ich das halt manchmal auch nicht ein, dann für so eine Schabracke fast genauso viel zu bezahlen wie für meine Eskadron oder meine Hapapolo, bei denen ich weiß, dass sie gut sind und dass sie mir lange halten. Ich weiß, einige haben Probleme mit dem Brillant von Eskadron, dass die sich irgendwie am Rand so hochrollen. Allerdings, wenn die Nadel noch so ein bisschen dehnt, aufpassen, damit der Stoff nicht reißt oder die Nähte nicht reißen, aber einfach so ein bisschen schon dehnt, ist es bei mir überhaupt kein Problem, die Schabracken liegen. Die Luftzirkulation ist super und genau. So, dann verabschiede ich mich schon wieder von euch. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe auch, dass jetzt demnächst mehr Videos wiederkommen. Ich kann noch nicht versprechen, wie viele und in welchen Abständen, weil ich auch einfach zeitlich da ein bisschen Probleme habe momentan. Aber ich habe mich da so drauf gefreut, endlich wieder mal Videos zu machen und hoffe auch, dass ich das beibehalten kann, dass ich wenigstens ein Video die Woche hochbringen kann. So, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!